Allein mit Werbung kann schon Batzen Geld verdient werden. Und wenn dann noch Produktplatzierung mit dazu kommt, puh, Schminke, mehr. Neue Woche ist da, neues Video ist da, viel Para, nies da. Als YouTuber bekommt man immer die gleichen Klischees aufgedrückt. Viel Kohle, unendlich viel Fame, überall Gästeliste, Produkte, die einem hinterhergeworfen werden. Und bei einigen YouTubern kann das auch sicherlich zutreffen, wenn man sowas wie Beauty oder Fashion oder Gaming, Tutorials, sowas macht. Bei Satire wird das Ganze aber ziemlich eng. Und wenn man wie wir muslimische Satire macht, dann ist da nichts mit Saudi Arabi Money Rich. Wir haben mal einen Blick hinter die Kulissen geworfen und herausgefunden, wie viel YouTuber im Durchschnitt so verdienen. Und zeigen euch, warum Werbung dabei so eine große Rolle spielt. Viel Spaß. Das Phänomen Influencer. Jeder kennt sie von euch, ob Instagramer oder YouTuber. Firmen profitieren von den großen Followerzahlen. Denn da, wo klassische Werbung im TV oder in Zeitungen nicht mehr hilft, wird auf Internetberühmtheiten gesetzt. Dabei gilt eine Regel. Je mehr Follower, desto mehr Geld für ein Video oder Post, in dem Werbung für ein bestimmtes Produkt vorkommt. Oh, cool. Jetzt beginnen wir mit der Konturierung. Dafür braucht ihr einen besonderen Pinsel. Auch Make-up, Fashion oder Beauty. Diese Influencer spielen mittlerweile in der obersten Liga mit. Hunderttausende Abonnenten vertrauen ihren Make-up-Göttinnen. Hashtag Queen, Hashtag Slay. Allein mit Werbung kann schon Batzen Geld verdient werden. Und wenn dann noch Produktplatzierung mit dazu kommt, puh, Schminke, mehr. Jetzt sitzt man, Leute. Links, links, links. Auch Gamer sind aus der YouTube-Szene nicht mehr wegzudenken. Deren Videos bekommen mittlerweile mehrere Millionen Klicks, weshalb sie auch so interessant für Gaming- und Softwareunternehmen sind. Und wer ein paar Millionen Follower bzw. Abonnenten hat, der kann einfach mal ein Produkt bei sich im Video platzieren und richtig fett Zaster verdienen. Und heute zeige ich euch, wie man aus 5 Schokoriegeln eine fette Zuckerbombe bauen kann. Tutorials zum Beispiel. Sie sind besonders beliebt und enthalten häufig viele Produktplatzierungen. Food-Tutorials sind dabei eine richtige Goldgrube. Sie werden im Schnitt 100.000-fach geklickt und können somit eine Menge Geld generieren. Und dann gibt es noch die eigentlichen Stars am produktplatzierungsversifften YouTube-Himmel. Die mit ihrem smoothen, pfiffigen, muselcharmanten Stil die Welt erobern wollen. Die Space Frogs. Datteltäter? Datteltäter. Die Datteltäter. Jeder, ob Kosmetik, Software, Lebensmittel oder Rüstungsindustrie, reißt sich um eine Sekunde in einem ihrer unfassbar witzigen Videos. Denn wer will nicht in Zusammenhang mit Terrorismus, Satire und Kopftuch-Compilations gebracht werden? Genau. Und deswegen werden sie überhäuft mit Bargeld, teuren Autos und Rabattcoupons für Fastfood-Ketten. Spaß. Wer will uns schon Geld geben? Ein Teppichhersteller? Und damit wir eben nicht auf diese Werbedeals angewiesen sind und weiterhin fleißig unsere Videos produzieren können, ist Funk unsere wahre AfD, die Alternative für Datteltäter. Funk hat übrigens Geburtstag. An dieser Stelle möchten wir einfach mal Dankeschön sagen. Danke, Funk. Ihr habt es uns möglich gemacht, dass wir ein Jahr lang jede Woche ein Video produzieren konnten. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Deswegen in diesem Sinne, HDL, haben euch lieb und ja, bitte löscht uns nicht. Wenn ihr auch Spaß hattet, ja, mit diesem Video, dann klickt doch einfach hier auf Abonnieren, auf diesen Ball. Hier oben geht es zu unseren letzten Videos. Und direkt darunter findet ihr die wunderbare Welt von Funk.